Patrick hat morgen Geburtstag. Ich habe auch schon soweit alles vorbereitet. So, da sind wir in der Stadt. Ja, das ist ganz cool, glaube ich. Oder ist das zu kitschig? Ich weiß es nicht. Guten Morgen, Freunde. Also ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich bin aber noch nicht ganz fertig. Meine Haare sind noch nass. Ich muss noch ein bisschen Foundation auflegen. Dann mache ich mich auf den Weg in die Stadt. Ja, Patrick hat morgen Geburtstag. Ich habe auch schon soweit alles vorbereitet. Das zeige ich euch gleich noch. Aber ich wollte zum Bräuninger. Ich wollte ihm ein paar Schuhe holen. Er trägt seine Balenciagas sowas von gerne. Seine irgendwie grünen. Aber die passen nicht zu allem. Und ich wollte ihm schwarze holen. Ich wollte mal gucken, ob die das da haben. Ansonsten zeige ich euch mal kurz, was ich noch vorbereitet habe. Also einmal habe ich eine Riesentorte bestellt. Er liebt Macarons und habe dann eine Riesentorte aus Macarons bestellt. Wie immer bei Sugar Bar. Da bestellen wir schon seit Jahren immer unsere Torten. Die machen das wirklich richtig, richtig gut. Und dann habe ich schon einen Gutschein gekauft gehabt. Wir sind ja über Dezember, also über Weihnachten und Silvester, also beziehungsweise ab dem 25. Sind wir in Paris und im Urlaub und da habe ich ihm Gutscheine gekauft, um Paris Saint-Germain anzugucken, also Stadion-Stadion-Tour, weil wir waren ja auch mal in einem anderen Land und da wollte er auch mal die Stadien sehen, die Fußballstadien. So, ich dachte, das ist auch eine gute Kleinigkeit und ja, ich würde sagen, dann machen wir uns mal schnell fertig. Ich hole mir den Gutschein raus, ich zeige es euch mal kurz, aber cool. So, das sind die beiden Gutscheine, die habe ich geholt. Ich habe aber gerade gesehen, dass das die falsche Uhrzeit ist. Ich habe extra 16 Uhr eingestellt, die Tour. Aber okay, nicht schlimm, das kann ich noch umändern. Aber auf jeden Fall, das sind die Gutscheine, die packe ich dann in so einen schönen Umschlag und komme auf die Torte drauf. Ne, Tutulaini? Und ja, das Wetter ist heute relativ bescheiden, aber ist nicht schlimm. Wir machen uns jetzt einfach mal auf den Weg. So, da sind wir in der Stadt. Ich freue mich, aber ich muss mir erstmal einen Starbucks holen. Ich habe so Hunger. Ich habe überhaupt noch nichts gegessen. Und ein Starbucks im Warmer wird meinen Magen beruhigen. Heute geht es ja auch mit der Stadt, am Wochenende, ne? Auf Black Friday war das so voll. Und auch Samstag noch, deswegen konnte ich das noch nicht erledigen, was ich erledigen wollte. Und der Patrick ist immer mit mir. Jetzt ist er aber noch in Holland, weil er heute Spiel hat. Und deswegen kann ich das alleine heute endlich mal erledigen. Ja. Das erledige ich mit dem Kaffee übrigens vorne, weil hier ist unser Weihnachtsmarkt. Der steht normalerweise mal extrem eng, aber ja, durch die Corona-Sachen halt nicht. So kann zumindest jeder hier hin. Obwohl, ich sehe gerade auch nur 2G, um sich was zu essen zu kaufen. Du darfst hier draußen ohne 2G sein, ne? Aber wenn du was zu essen kaufen willst, musst du 2G haben. Das ist so funny. Ja, seht ihr die 2G-Schilder? Na gut, egal. Regen wir uns nicht drüber auf, ne? Wir können eh nichts ändern. So, hier ist bei uns das Bräuninger Düsseldorf. Dann gucken wir mal, ob die schwarzen Balenciagas da haben. Die Off-White wird der auch noch nehmen, weiß ich. Aber der Patrick ist echt speziell, was Mode angeht, ne? Ja. Mir fällt doch gerade ein, Freunde, hier drin können wir shoppen ohne 2G. Hier ist 3G, aber Weihnachtsmarkt ist 2G an der frischen Luft. Junge, das darfst du auch gar keinem erzählen. Das ist alles so sinnlos. Also vieles ist sinnvoll, aber halt ganz vieles auch sinnlos, ne? Okay, ist aber wirklich Themawechsel. Ab in die Männerabteilung. Finden. Da hinten sind doch die Balenciagas. Genau, die brauche ich. Aber am besten wäre natürlich mit der schwarzen Sohle, ne? Kennt ihr bestimmt auch, ne? Die sind gelb. Ich brauche schwarz. Ach, Freunde der Sonne. Was machen wir? Welche gibt es von Off-White? Stehen gar nicht mehr hier, stehen schon wieder anders. Ach, da hinten. Okay, sind die ganz hinten.
Manchmal gibt es auch Mode, ne? Wo ich mir auch sage, so, was denkt man sich dabei? Aber die hat der, aber ohne Glitzer. Ist alles flacher. Nee, ich glaube, das bleibt bei den Balenciagas. Aber, oh scheiße, ich habe mich auf seine Schuhgröße geachtet. Ich glaube, der hat 41. Okay, ich bräuchte die aber in ganz schwarz. 45. Nee, den Gelb ist kacke. So, ich frage mal nach hier, du. Freunde, wie findet ihr denn die? Die hat der irgendwie. Wie findet ich denn die? Ich bin mir gerade. Ich habe gerade versucht, im Apropos-Store anzurufen, das die ganze Zeit besetzt, um zu fragen, ob die hier den Balenciaga in ganz schwarz da haben. Aber dann habe ich jetzt gerade den gesehen. Der trägt halt auch so Nottis. Und ich bin mir nicht sicher, ob der die gut finden würde. Bei den schwarzen Balenciagas waren sie. Also ich glaube, das ist Plan B. Ich hoffe, die haben das auch noch dann in der Größe irgendwie da. Ich glaube, der Schuh ist Plan B. Ich versuche es gerade weiter noch apropos zu erreichen. Freunde, überall nicht den Schuh, den ich haben will. Ich drehe durch, jetzt kommt der Patrick doch und hilft. Aber ich muss noch eine Karte holen für auf die Torte, für da, was ich euch ja eben gezeigt habe, den Gutschein reinzutun. Das muss ich jetzt noch machen, schnell, bevor der kommt. Ich muss ihm eine schöne, süße Karte holen. Freunde, hier ist was los. Na, hier ist was los, ey. Ich bin wieder nur im Stress. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ja, Hochzeit hat er nicht. Taschengeld, Glück? Nee. Ah, hier. Okay. Auf ins nächste Abenteuer. Oh Gott. Ist das schlecht. Abenteuer. Oh, ist das schlecht. Happy Birthday. Ich muss meinen Kaffee hier hinstellen. Die ist doch ganz süß, ne? Oder? Mit so einer Vorhersage. Komm. Come on, shine, shine, shine like the star. Oha. Ja, das ist ganz cool, glaube ich. Oder ist das zu kitschig? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, ich nehme die jetzt einfach. Weil die Torte wird so blau sein in der gleichen Farbe. Ja, die werde ich nehmen, obwohl ich hier so happy bin. Ja, die ist 20 Euro für dich. Stellt euch das mal vor, ich kaufe ihm das. Das ist alles irgendwie nur Weihnachten, ne? Wenn dein Leben dir einen Geburtstag gibt, mach ein Fest draus. Ja. Ja. Ja, nee. Ich glaube, das ist ja ganz gut. Das nehmen wir. Auf geht's zum Zahlen. So, der Herr ist jetzt selber gekommen. Freunde der Sonne. Jetzt haben die den Schuh, den wir jetzt haben wollten, nicht mehr in 40 da. Und er hat nicht einen Fest, sondern er hat 40. Ja. Oh, ich. Ich dreh durch. Gott sei Dank habe ich den nicht gekauft, weil Größe hätte nicht gepasst. Weil die Balenciagas passen bei ihm wohl, fallen groß aus. Somit, ja, I don't know. So schade. Findest du den immer gut, den du da hast, oder was? Ja, warte, ich komm mal. Welche? Den? Ja, das stimmt, der ist schön. Schon nicht schlecht, ne? Aber ist auch wieder kein Schwarz, ne? Nee, aber gut, das ist grau. Passt doch schwarz auch. Ja, aber nicht so wirklich, ne? Ja, weil so ein Ding finde ich jetzt. Ein schwarzer Schuh, kriegst du bei Zara aufgezahlt. Ja, das stimmt. Ja, Gott sei Dank habe ich ihn da nicht geholt, ne? Freunde, wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Ich bin so im Stress gewesen, dass ich so einkaufen bin. Das darfst du keinem erzählen. Junge, guck mal, ein Socken größer als der andere und noch schwarz. Ich bin so scheiße egal, kennt ihr das? Egal. Nee, bloß nicht. Wie geil ist das bitte, Freunde? Wir holen uns mal schon immer Champignons und löffeln die hier. Das ist das einzige Vegetarische, was wir, ne, glaube ich, einatmen. Ne? Ja. Schmeckt so geil. Ja, und das übliche Leid, man wartet auf den Aufzug in Scharen. So, wir sind jetzt wieder zu Hause und hab mir, weil wegen Black Friday von Glam You, also Glam Boo, Ohrringe bestellt gehabt. Die sind so ähnlich wie Louis Louis, Oh Louis Louis von der Firma. Und deswegen, und ich hatte mir diesmal diese zukommen lassen. Die sind ein bisschen größer als die üblichen, die ich sonst immer trage. Die fand ich so schön. Die stehen mir auch, habe ich schon gerade eben geguckt. Und ich glaube, ich habe eigentlich noch mehr bestellt. Ah, ja, die sind hier. Was war das denn? Weil ich hatte, glaube ich, zwei bestellt. Ich hatte mich daran erinnert. Ich guck mal kurz. Und da geht's. So, was haben wir denn hier? Genau. Ich
hätte noch kleine bestellt. Und zwar mit richtigen Süßwasserperlen. Also kleine Kreolen mit Süßwasserperlen. Die sind auch echt wunderschön. Hier kann man das so mal im Vergleich sehen, wie groß diese sind. Ja. So, jetzt mach ich mal kurz, dreh mal kurz die Kamera um. Patrick ist nämlich gerade mit den Hunden draußen, deswegen können wir kurz sprechen. Also, der weiß, dass er die Schuhe heute nach Lunulo bekommt. Wir haben die jetzt in der Stadt nicht gefunden, wir werden die gleich online bestellen. Aber dann bekommt er morgen, wie gesagt, kommen ein paar Leute zu uns, nicht viel wegen Corona. Und dann bekommt er die Torte mit dem Gutschein von PSG, also von Paris Saint-Germain, zu besuchen. Der kommt auf die Torte drauf und er hat ja, wie gesagt, um 12.30 Uhr einen Termin bei Dr. Barbara Sturm zur Wellnessbehandlung. Kann ich übrigens übelst empfehlen, deswegen habe ich ihm das auch gebucht zum Geburtstag. Und ja, aber den Vlog, das mache ich dann extra, wenn wir einen Geburtstag-Vlog, weil das ist echt schön, so ein paar Leute hier. Und ja, ich hoffe, euch hat das ansonsten heute ein bisschen gefallen. Mal was anderes wieder auf meinem Kanal. Und ja, ich hoffe, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich habe euch lieb, bleibt gesund und wie immer, gebt euch nicht mit Scheiße zufrieden.